der Musik. Herzlich willkommen. Heute findet das 12. Lesezeichen im Sinneswald statt, das wir zusammen mit der Stadtbücherei Leichlingen und ihrem Förderverein und dem Förderverein Sinneswald durchführen. In diesem Jahr stehen alle Veranstaltungen im Sinneswald unter dem Thema Nachhaltigkeit. Das Thema haben wir gewählt, weil wir in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum feiern. 6 Leser haben dazu Texte gewählt, die sie uns nun vortragen. Damit die jeweilige Lektüre noch ein wenig auf uns wirken kann, gibt es zwischen den Texten eine kleine Zwischenmusik. Diese musikalische Umrahmung wird in diesem Jahr von Maximilian Franke gestaltet. Er begann mit dem ersten Stück Aria von Bachs Goldberg-Variationen. Sehr einfühlsam zum heutigen Thema. Im Weiteren wird er Improvisationen zu den vorgetragenen Texten darbieten. Maximilian Frank ist ein Leichlinger Nachwuchstalent. Mit 6 Jahren begann er mit dem Klavierunterricht bei Gabi Mühlbauer, die natürlich heute auch hier ist. Sehr aktiv ist er in der katholischen Kirchengemeinde Leichlingen in der Chorarbeit. Er ist Student für Schulmusik an der Musikhochschule Köln, natürlich mit Schwerpunkt Klavier. Nun präsentiere ich Ihnen unsere erste Vorleserin. Annette Schwer ist ganz nachhaltig tätig, denn sie setzt sich für Kinder und Jugendliche ein. Mit Herzblut für die, die nicht die großen Chancen haben und aus bildungsfernen Schichten stammen. Als erfahrene Lehrerin hat sie die Kulturfabrik in Langenfeld aufgebaut. Nun ist sie seit fast 20 Jahren die Leiterin der Schule für Zirkuskinder in Nordrhein-Westfalen. Ja, guten Tag. Erstmal mein Dank an Dietrich und Wolfgang, weil ich immer großartig finde, was ihr immer wieder auf die Beine stellt. Und als sie mich gefragt haben, ich habe sowas noch nie gemacht, habe ich gedacht, das mache ich auf jeden Fall. Und das gilt eigentlich als Dankeschön an euch. Ja, ich habe ein Buch ausgesucht, das heißt Die hellen Tage. Das ist von Sousa Bank. Einige von Ihnen mögen die Autorin kennen, weil sie Die Schwimmerin, Der Schwimmer, geschrieben hat. Und auch ebenfalls eine bewegende Geschichte dreier Kinder, womit sie auch einen Preis gewonnen hat. Ich bin eigentlich normalerweise kein Fan von den Texten, aber ich führe sie damit ein, indem ich Elke Heinreich zitiere. Ein Fest des Widerstandes gegen die Zumutung des Lebens. Ich finde, das könnt ihr alle gut gebrauchen. Platz 1 der Spiegel-Bestsellers finde ich mittlerweile inflationär, aber an der Stelle gebe ich dem Spiegel recht. In diesem Buch begleitet der Leser drei junge Menschen, die groß werden, samt ihrer Mütter. Ich finde das Buch deswegen sehr nachhaltig, weil ich der Meinung bin, dass die Nachhaltigkeit darin auch gegeben sein muss, dass wir ganz viel Toleranzen mit anderen Menschen und auch mit Andersartigkeit von Menschen haben. Und ich finde, das gelingt der Sousa Bank außergewöhnlich, einen ganz liebevollen Blick auf Andersartigkeit von Menschen mit ganz viel Toleranz zu werfen. Und ich glaube, das brauchen wir nachhaltig, wenn unsere Gesellschaft sich ein bisschen noch verändern sollte. Ich fange mit einer Passage an, wo die Eltern der Hauptdarsteller vorgestellt werden. Vielleicht hätten sie früher mit dem Wandern aufhören sollen, wenn Aya schneller gewachsen wäre, sagte Evi. Aber sie habe lange in einer Hälfte des aufgeklappten Koffers gefasst und es habe gedauert, bis sie hinausgeklettert sei und angefangen habe zu laufen. Wenn Zigi, das ist der Vater, gesagt habe, es gefalle ihm, auf diese Weise das Land kennenzulernen, aufzubrechen und weiterzuziehen, wenn ihm danach sei, zu bleiben, wann immer ihm die Gesichter eines Ortes oder eines Flussufers einluden, hatte Evi sich vorgenommen, es auch zu mögen. Es genauso zu mögen wie er. Sie freute sich an den länger werdenden Tagen daran, dass sie wieder mehr Menschen zu den
Plätzen kamen, wo sie schon am Vormittag das Seil aufspannten und wenig später anfingen zu spielen und zu singen. Der Sommer machte es ihnen leicht und trotz der vielen Gewitter, vor denen sie sich versteckten, kam es Evi vor, als würde sie beschenkt mit jedem neuen Tag, an dem sie nicht frieren musste, als würde sie belohnt dafür, den Winter unter freiem Himmel ausgehalten und trotz der Kälte nicht aufgegeben zu haben. Am Morgen sprangen sie in Flüsse, um ihr Haar und ihre Kleider zu waschen. Und an den Abenden lagen immer genug Münzen im Koffer und manchmal kauften sie davon etwas für Aya, eine Rassel oder ein Püppchen, das Aya auf dem nächsten Platz schon aus der Hand fallen würde und irgendwo liegen bleiben würde. Sie schliefen, ohne in der Nacht noch aufgescheucht zu werden. Sie aßen, was Sträucher und Bäume hergaben, und sie setzten Eier in Erdbeerfelder und achteten darauf, dass diese nicht so viel Dreck in den Mund nahmen. Trotzdem überfiel Evi bald der Wunsch, an einem anderen Ort zu bleiben, beziehungsweise an einem Ort zu bleiben. In den ersten Wochen im Herbst gelang es ihr, ihn zu bändigen. Sie hoffte darauf, er würde verschwinden und sie freigeben, genauso wie er sie überfallen hatte. Aber um die Weihnachtszeit sagte sie zu CG, sie wolle niemanden mehr nachschauen, der in einem Hauseingang verschwinde. Sie wolle nicht mehr durch die Fenster sehen müssen, hinter denen andere saßen und nicht sie mit Ziggy und Aya. Sie wolle auch nicht mehr draußen schlafen, auch nicht in einem Zelt oder Zirkuswagen. Sie wolle keinen Winter mehr im Freien erleben, nachts im Wald, nicht mehr in die Dunkelheit starren und auf die Stille hören. Als die Glocken des neuen Jahr einläuteten, nahm Ziggy und Evi im fallenden Schnee Abschied von ihren Freunden, die lieber im Süden im Vorland der Berge bleiben wollten. Evi warf das Heft mit den Landkarten hoch und weil es zum ersten Mal war, fiel es ihr leichter und sie warf es wesentlich höher als sonst. Als es aufschlug und zwei Seiten zeigte, ließ sie Aya mit den Händen drüber fahren und als sie innehielt, schauten sie nach und wussten, sie würden nach Nordwesten gehen. Das ist die Vorgeschichte. Jetzt beginnt die Ich-Erzählerin. Wir müssen uns im Sommer begegnet sein. Im Sommer, der Aya umgab, als gehörte er ihr. Als gehörten sein Licht, sein Staub, seine langen, hellen Abende ihr. Und durch den sie ohne Jacke und Schuhe mit einem gelben Hut, den sie im Schrank ihrer Mutter gefunden hat, bewegte sie sich wie durch ein großes, lichtes Haus, dessen Zimmer ohne Türen ineinander liefen. Wir küssten und umarmten uns schnell, wie Mädchen es häufig tun, und wenn es Aya sonst mit niemand tat, auch später nicht, und wir ließen nicht mehr voneinander, auch wenn ich nicht weiß, warum Aya ausgerechnet mich aussuchte, mich einlud und in ihr Leben ward. Ein Leben, das anders war als alles, was mir jemals zuvor begegnet war. Anders als alles, was ich kannte, das mir fern erschien, größer und weiter als mein eigenes und sich abspielte an einem Ort ohne Zeit und ohne Grenzen. Ich weiß nicht, was es war, dass sie in meine Nähe drängte, an anderen vorbei zu mir schob und an mich band. Was es überhaupt sein kann, das uns dazu bringt, uns füreinander zu entscheiden. Das Seltsamste an Aya aber war ihre Mutter. Sie war nicht so wie die Mütter, die ich kannte, die in unserer kleinen Stadt in den schmalen Straßen rund um den Platz in langen spitzen Schatten des Kirchturms lebten, mit ihren bunten Autos und bunten Einkaufsnetzen, die jeden Morgen am Zaun in ihre Briefkästen sahen, während Ayas Mutter die Post an der Tür entgegennahm. Das Erste, was mir an ihr aufgefallen war, waren die lackierten Fußnägel gewesen, weil sie auch die Haut bemalt hatte, als habe sie mit dem Lack nicht sparen und einen violetten Streifen auf ihre Zehen setzen wollen. Sie war größer als andere Frauen, ja sogar größer als die meisten Männer, und Aya schien neben ihr zu verschwinden. Sie hatte lange, schmale Beine, von denen sie selber sagte, wie Holzbeine sähen sie aus. Und es stimmte. Ein bisschen sahen sie aus wie die Beine des Küchentisches, den sie im Sommer hinaus in den Garten trug, unter die Zweige der Beerenbäume, die ihr Geflecht aus Schatten auf die schmutzige Tischplatte warfen. Wir haben jetzt Aya kennengelernt, die Familie von Aya und die Ich-Erzählerin.
Es kommt ein dritter Protagonist hinzu. Es ist Karl. Es war der Sommer, in dem Karl zu uns stieß. Er kam in unser Leben, als wir noch sangen, Ringel, Ringel, Reihe, sind der Kinder Dreie, uns an die Hände zu fassen und im Kreis durch Ewis Garten zu tanzen. Es war schnell so, als habe es Karl schon immer gegeben. Wenn er jetzt am Maschendraht mit den Hühnern sprach und Evi Nägel reichte, wenn sie für ihren neuen Hasen Kästen baute und ein Gitter davor setzte, in das wir Salatblätter stecken durften. Aja und ich vergaßen fast, dass es eine Zeit gegeben hatte, in der wir nur zu zweit gewesen waren und einander gereicht hatten. Aja vergaß es vielleicht viel schneller als ich. Obwohl uns nichts gefehlt hatte, schien Karl etwas zu ergänzen, auch wenn jeder hätte glauben können, er passe nicht zu uns. Seine hellen Hemdkragen passten nicht zu Ayas wirrem Haar, seine Stimme, wenn er guten Tag sagte und Evi die Hand reichte, nicht zu unserem Ratschlagen, sein Warten auf Evis Ermunterung, sich setzen zu dürfen, wenn er neben ihren Stühlen unterm Birnbaum stand, und seine Art, dann still zu bleiben, die Hände im Schoß, während Aya und ich aufsprangen, durchs Gras wanderten und mit den Zehen Butterblumen pflückten. Aber für Aya und mich passte es, hatte es sofort gepasst. Karl setzte sich an die Spitze unseres Dreiecks, um es zu Ende zu zeichnen und zu schließen. Karl hatte uns schon zwei Sommer und zwei Winter lang hinter Glas angeschaut, zwischen Sandalen, Halbschuhen und Stiefeln, weil seine Mutter ihn schon seit langem an einen Ort gebracht hatte, wo er sich umzog, wo sein Haar gekämmt und Lack auf seine Strähnen gesprüht wurde, wo man ihn vor großen Strahlern unter schwarze Schirme stellte, damit er später in einem Katalog oder Schaufenster zu sehen sein würde. Wenn er nicht aus dem Wagen steigen wollte, wenn er sich wand und sträubte, wenn er seiner Mutter weggelaufen war und sie ihn hätte einfangen müssen, lockte sie ihn mit Brausetabletten in bunter Folie oder einem Heft, das er sich aussuchen durfte, in einem der Zeitungsläden auf dem Weg und aus dem er Aufkleber und Sammelbilder an Aya und mich verteilte, wenn wir auf dem Schulhof aufeinander zujagten. Meine Mutter störte sich nie an Evis Langsamkeit, an der Mühe, die sie hatte, die Wörter, auf die meine Mutter mit einem Stift deutete, flüssig zu lesen, schnell zu wiederholen und nicht leicht zu vergessen. Mit Evi zeigte sie eine Geduld, die sie mir gegenüber nie gezeigt hatte. Und ich fragte mich, warum sie ausgerechnet mit Evi die Geduld nicht verließ. Wo sie sonst bei vielen die Geduld verlor, warum es sie nicht störte, wenn Evi gleich die gleichen Fehler wieder und wieder machte, wenn sie Seide mit A und J schrieb und Sand mit Z und nicht mit S, weil sie das Wenige, was sie übers Schreiben wusste, aus ihrer Sprache in unsere übertragen hatte. Du sagst Bescheid, wenn 10 Minuten. Aber halt nimmt. Dann ungefähr um. Gut, da mache ich jetzt noch einen kleinen Absatz. Evi brauchte nicht länger so zu tun, als lese sie. Sie brauchte Kopf und Augen nicht mehr so zu bewegen, wie es bei den anderen gesehen hatte und nachgeahmt hatte. Sie hörte auf, Geschichten für uns zu erfinden und vorzugeben, sie stünden so in den Büchern, die wir aus dem kleinen Regal hinter den Mänteln nahmen und Evi in den Schoß gelegt hatten. Diese Geschichte geht weiter, indem wir die drei begleiten, in einem wundersamen Leben ihre Mütter begleiten. Und ich hoffe, ich habe sie ein bisschen neugierig gemacht auf den Rest der Geschichte. Danke fürs Zuhören.
Stiftungsvorstand der Häuslinge Stiftung, die freundlicherweise seit einem guten Jahrzehnt die Künstler der jährlich wechselnden Skulpturenausstellung des Sinneswaldes unterstützt. Für diese Nachhaltigkeit, die hoffentlich anhält und vielleicht danke für die guten Worte. Vielen Dank. Geld hat ja nur einen Aspekt, alleine kann es ja gar nichts. Deshalb ist es gut, wenn es zielführend vernünftig an einen Punkt kommt, wo Menschen, die kreativ sind, was mit dem Geld machen. Die Nachhaltigkeit werden wir aufrechterhalten. Versprochen. Sobald die Zinsen kommen, machen wir es. Ich musste auch eine salomonische Antwort finden. Ich habe die Freude, Ihnen heute aus Erich Kästner vorzulesen. Erich Kästner vorzustellen, wäre, glaube ich, irgendwie überflüssig. Erlauben Sie mir trotzdem zweimal Hinweise. Also 1899 ist er in Dresden geboren. Das ist auch gleich wichtig, weil das Buch, aus dem ich vorlesen darf, das Buch, das 1957 erschienen ist, als ich ein kleiner Junge war, findet eben genau in der Kindheit von Erich Kästner in Dresden statt, und zwar in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Die anderen Bücher, über die ich eher Fan geworden bin, darf ich Ihnen natürlich auch nennen, Emil und die Detektive. Das war so für mich der Bezug zu Erich Kästner. Danach habe ich viel von ihm gelesen, auch das Fliegende Klassenzimmer war ja nicht wirklich schlecht. Das doppelte Lottchen ist auch nahezu weltbekannt. Ich kenne sogar meine liebenswerten Verwandten in den USA. Tatsächlich ist es so, die lesen Übersetzungen dieses Buches. Ich darf aus dem Buch lesen, als ich ein kleiner Junge war, und zwar würde ich Ihnen gerne drei Abschnitte vorlesen. Ein Abschnitt, der er versucht zu beschreiben, was 1957, 50 Jahre her war, und das wirklich anders war. Ein zweiter Abschnitt, in dem Erich Kästner versucht zu beschreiben, na, vielleicht war doch alles gar nicht so anders. Und ein dritter Abschnitt, in dem er etwas geschrieben hat, was vielleicht ganz besonders begründet, worum gerade ich vorlese. Das kommt dann gleich, das erkennen Sie bestimmt sofort. Und ganz am Ende ein kleiner Abschluss, und dann wäre ich durch. Ja, schauen wir mal, ob es gelingt. Dass ich ein kleiner Junge war, ist nun 50 Jahre her. Und 50 Jahre sind immerhin ein halbes Jahrhundert. Hoffentlich habe ich mich nicht verrechnet. Und ich dachte mir eines schönen Tages, es könnte euch interessieren, wie ein kleiner Junge vor einem halben Jahrhundert gelebt hat. Auch darin habe ich mich hoffentlich nicht verrechnet. Damals war ja so vieles anders als heute. Ich bin noch mit der Pferdebahn gefahren. Der Wagen lief schon auf Schienen, aber es wurde von einem Pferd gezogen. Und der Schaffner war zugleich der Kutscher und knallte mit der Peitsche. Als sich die Leute an die elektrische gewöhnt hatten, wurden die Hummelröcke Mode. Die Damen trugen ganz lange, ganz enge Röcke. Sie konnten nur winzige Schrittchen machen und in die Straßenbahn klettern konnten sie schon gar nicht. Sie wurden von den Schaffnern und anderen kräftigen Männern unter Gelächter auf die Plattform hinaufgeschoben und dabei mussten sie auch noch den Kopf schräg halten, weil sie Hüte trugen, so groß wie Wagenräder, mit gewaltigen Federn und mit ellenlangen Hutnadeln und polizeilich verordneten Hutnadelschützern. Damals gab es noch einen deutschen Kaiser. Er hatte einen hochgezwirbelten Schnurrbart im Gesicht. Und sein Berliner Hoffriseur machte in den Zeitungen und Zeitschriften für die vom Kaiser bevorzugte Schnurrbartbinde Reklame. Deshalb banden sich die deutschen Männer morgens nach dem Rasieren eine breite Schnurrbartbinde über den Mund, sahen albern aus und konnten eine halbe Stunde lang nicht reden. Das beschreibt so ein bisschen zum Glück die Unterschiede auch schon zu 1957. Und zum Glück sind die Unterschiede auch heute noch gut, sonst hätten wir uns vielleicht zurückentwickelt. Der zweite Abschnitt, den ich Ihnen vorlesen möchte, versucht jetzt genau das so ein bisschen aufzubrechen und immerhin 1957 die Ähnlichkeit zu damals, nämlich vor dem Ersten Weltkrieg, so ein bisschen zu schlagen. Ja, ein halbes Jahrhundert ist eine lange Zeit, aber manchmal denke ich, es war gestern. Was gab es seitdem nicht alles? Kriege und elektrisches Licht, Revolution und Inflation, lenkbare Luftschiffe und den Völkerbund. Die Entzifferung der Kaltschrift und Flugzeuge, die schneller sind als der Schatten. Doch die Jahreszeiten und die Schularbeiten, die gab es immer schon. Und es gibt sie auch heute noch. Meine Mutter musste zu ihren Eltern noch sie sagen, aber die Liebe zwischen Eltern und Kindern hat sich nicht geändert.
Mein Vater schrieb in der Schule noch Brot mit D am Ende und Tür mit H als zweitem Buchstaben. Aber ob nun Brot oder Brot, man aß und isst es gerne. Und ob nun Tür oder Tür, ohne sie kam und käme man nicht ins Haus. Fast alles hat sich geändert und fast alles ist sich gleich geblieben. War es erst gestern oder ist es wirklich schon ein halbes Jahrhundert her, dass ich meine Rechenaufgabe unter der blakenden Petroleumlampe machte? Dass plötzlich mit einem dünnen Klick der gläserne Zylinder zersprang und dass er vorsichtig mit dem Topflappen ausgewechselt werden musste. Heutzutage brennt die Sicherung durch und man muss mit dem Streichholz eine neue suchen und einschrauben. Ist der Unterschied so groß? Nun ja, das Licht schimmert heute heller als damals und man braucht den elektrischen Strom nicht in der Petroleumkanne einzukaufen. Manches ist bequemer geworden. Wurde es dadurch schöner? Ich weiß nicht recht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Als ich ein kleiner Junge war, trabte ich morgens vor der Schule zum Konsumverein in die Grenadierstraße. 1,5 Liter Petroleum und ein frisches 4 Pfund Brot, zweite Sorte, sagte ich zur Verkäuferin. Dann rannte ich mit dem Wechselgeld, den Rabattmarken, dem Brot und der schwappenden Kanne weiter. Vor den zwinkernden Gaslaternen tanzte die Schneeflocke. Der Frost nähte mit feinen Nadelstichen die Nasenlöcher zu. Jetzt ging's zu Fleischermeister Kiesling. Bitte ein 1/4 Pfund hausschlachtende Blut- und Leberwurst, halb und halb. Und nun in den Grünkramladen zu Frau Kletsch. Ein Stück Butter und 6 Pfund Kartoffeln, einen schönen Gruß und die letzten waren erfroren. Und dann nach Hause. Mit Brot, Petroleum, Wurst, Butter und Kartoffeln, der Atem quoll weiß aus meinem Mund wie der Rauch eines Elbdampfers. Das warme 4 Pfund Brot unterm Arm kam ins Rutschen. In der Tasche klimperte das Geld, in der Kanne schaukelte das Petroleum, das Netz mit den Kartoffeln schlug gegen das Knie. Die quietschende Hustür, die Treppe 3 Stufen auf einmal, die Klingel im 3. Stock und zum Klingeln keine Hand mehr frei. Mit dem Schuh gegen die Tür, sie öffnete sich. Kannst du denn nicht klingeln? Nein, Mutchen, womit denn? Sie lachte. Hast du auch nichts vergessen? Na, erlaube mal. Treten Sie näher, junger Mann. Und dann gab es am Küchentisch eine Tasse Malzkaffee mit Kalbsbader Feigenzusatz und den warmen Brotkanten, das Ränftchen mit frischer Butter. Und der gepackte Schulranzen stand im Flur und trat ungeduldig von einem Bein aufs andere. Soweit der zweite Abschnitt, wo er die Brücke schlagen will, eben nach dem Motto, naja, manches ist doch erschreckend gleich geblieben. Gut, es gab noch kein iPhone, kein iPod, das die Kinder dann im Klo vergessen haben können. Aber sonst ist auch zu heute, glaube ich, so viel gar nicht ganz anders. Und jetzt die Stelle, an der vielleicht sichtbar wird, warum gerade ich dieses Buch lesen darf. Da ich immer auch tagsüber in der Villa und im Garten herumtrieb, konnte es nicht ausbleiben, dass ich gelegentlich zu Botengängen herangezogen wurde. Ich entledigte mich der verschiedensten Aufgaben und Aufträge mit gleicher und gleichbleibender Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. So wurde ich etwa mit dem 10. Lebensjahr Tante Linas linke Hand. Man könnte auch sagen, ihr linker Fuß. Denn durch das jahrelange Herumstehen im Fleischerladen und später in den Pferdeställen und im Hof waren ihre Beine schwer und müde geworden. So saß sie lieber, als dass sie ging. Und ich übernahm Aufgaben, die man sonst einem kleinen Jungen nicht anvertraute. Ich brachte Verträge zum Notar, dass sie beglaubigt würden und Wechsel, die zu Protest gehen sollten. Und ich trug nach dem großen Pferdeverkauf das Geld zur Bank. Ich werde die erstaunten Augen der übrigen Kunden nicht vergessen, wenn ich in die Filiale der Dresdner Bank an den Kassenschalter trat, die dicke Aktenmappe öffnete und die Geldbündel auspackte, die ich vorher mit der Tante durchgezählt hatte. Nun war der Kassierer an der Reihe. Er zählte und zählte und zählte. Er klebte gedruckte Streifen um die Bündel und machte sich Notizen, die ich sorgfältig mit dem meinigen verglich. 5.000 Mark, 10.000 Mark, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, ja manchmal 40.000 Mark und noch mehr. Die Kunden, die hinter und neben mir standen und auf ihre Abfertigung warteten, vergaßen vor Staunen ungeduldig zu werden. Hatte der Kassierer am Ende eine andere Schlusssumme auf seinem Zettel als ich auf meinem, dann wusste er schon, wer sich verrechnet hatte. Natürlich er. Meine Additionen stimmten immer. Und so fing er noch einmal von vorne an. Schließlich zog ich stolz mit der Quittung und der leeren Aktenmappe ab. Die Tante lobte mich, schloss die Quittung im Schreibtisch ein und schenkte mir 5 Mark oder sogar 10 Mark.
Und auch sonst griff sie gelegentlich ins Portemonnaie. Sie war eine liebe, gute Frau. Nicht nur, wenn sie mir Geld schickt. Und dies war der Abschnitt, da bin ich 100%. Die Dresdner Bank, gut, die ist jetzt Geschichte. Zum Schluss ein ganz kurzer, vielleicht nachdenklicher Absatz. Seitdem sind mehr als 50 Jahre vergangen, erklärte nüchtern der Kalender. Dieser hornalte, kahle Buchhalter im Büro der Geschichte, der die Zeitrechnung kontrolliert und mit Tinte und Lineal die Schaltjahre blau und jeden Jahrhundertbeginn rot unterstreicht. Nein, ruft die Erinnerung und schüttelt die Locken. Es war gestern. Und lächelnd füge sie leise hinzu, oder allerhöchstens vorgestern. Wer hat Unrecht? Beide haben Recht. Es gibt zweierlei Zeit. Die eine kann man mit der Elle messen, mit der Bussole und dem Sextanten, wie man Straßen und Grundstücke ausmisst. Unsere Erinnerung aber, die andere Zeitrechnung, hat mit Meter und Monat, mit Jahrzehnt und Hektar nichts zu schaffen. Alt ist, was man vergessen hat. Und das Unvergessliche war gestern. Der Maßstab ist nicht die Uhr, sondern der Wert. Und das Wertvollste, ob lustig oder traurig, ist die Kindheit. Vergesst das Unvergessliche nicht. Diesen Rat kann man, glaube ich, nicht früh genug geben. Vielen Dank. Aber daraus liest sie heute nicht vor. Es war abgemacht, dass sie das nicht sagen. Ich bedanke mich ganz doll, dass ich hier lesen darf. Ich war nämlich überhaupt nicht vorgesehen.
Eine Bürgerin, die hier lesen wollte, kann diesen Termin nicht wahrnehmen. Und deswegen darf ich jetzt kommen. Und ich freue mich ganz doll. Dankeschön. Ich habe ausgewählt ein Buch von Astrid Lindgren, Das entschwundene Land, weil ich finde, da ist so viel Nachhaltigkeit, das gehörte einfach hin. Und im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf diese Lesung jetzt, ist mir ein Heftchen ins Haus geflattert von meiner Krankenkasse. Und da kann man ein Rätsel raten. Und die Lösung kann man an eine ganz bestimmte Adresse schicken. Und wenn man dann Glück hat, oder vielleicht auch nicht Glück, dann kann man ein E-Book gewinnen. 5 trendige, das finde ich ja schon mal toll, E-Reader für Lino-Schein von Weltbild kann man gewinnen. Eine ganze Bibliothek, ich lese das jetzt mal hier vor, passt auf dieses Lesegerät, das kürzlich von der Stiftung Warentest als Preis-Leistungssieger ausgezeichnet wurde. Dank des flimmerfreien Displays liest es sich angenehm wie auf Papier und mit dem integrierten Leselicht problemlos auch im Dunkeln. Auf das komme ich am Ende nochmal zurück. Ich beginne mit Das grenzenloseste aller Abenteuer, ein Kapitel aus Astrid Lindgrens Buch. Als ich noch in die Vorschule ging, sagt Astrid Lindgren, fragte die Lehrerin eines Tages, wozu Gott uns denn die Nase gegeben habe. Und ein Knäblein antwortete treuherzig, um Rotz drin zu warten. Ach Albin, wie konntest du nur etwas so Dummes sagen? Hast du denn wirklich nicht gewusst, dass die Nase dazu ist, damit wir uns gleich jungen Hunden durch unser Kinderleben schnuppern und schnüffeln und Seligkeiten entdecken? Mach es wie ich, Albin. Lege 5 frisch gepflückte Walderdbeeren in einen Aluminiumbecher und stecke die Nase tief hinein. Mehr ist nicht nötig, um dort im Becher des Sommers ganze Fülle zu finden. Oder drücke die Nase an einen der frisch gebackenen braunen Brotlaibe, gerade in dem Moment, wenn die Mutter sie aus dem Ofen holt. Duftet er nicht durch und durch nach Geborgenheit, nach traulichem Heim und Alltagsbehagen? Einen Duft aber gibt es, der lieblicher ist als der von Walderdbeeren und frisch gebackenem Brot. Möchtest du den nicht mal riechen, Albin? Mach es wie ich. Nimm dein neues Märchenbuch, schlage es auf und bohre die Nase zwischen die Seiten. Rieche daran, ja, rieche, sage ich. Denn in dem Duft der Druckerschwärze wohnt das grenzenloseste aller Abenteuer. Am Geruch schon spürst du, wie herrlich es wird, dieses Buch zu lesen. Also verstehst du nun, Albin, dass die Nase nicht nur dazu da ist, um Rotz drin zu haben? Ja, das grenzenloseste aller Abenteuer der Kindheit, das war das Leseabenteuer. Für mich begann es, als ich zum ersten Mal ein eigenes Buch bekam und mich da hineinschnupperte. In diesem Augenblick erwachte mein Lesehunger und ein besseres Geschenk hat mir das Leben bisher nicht beschert. Ich lese weiter aus dem Kapitel Es begann in Christins Küche. Es begann in Christins Küche, als ich ungefähr 5 Jahre alt war. Bis dahin war ich ein kleines Tier gewesen, das mit Augen, Ohren und allen Sinnen nur das in sich eingesogen hatte, was Natur war. Dass es auch Kultur gab, erfuhr ich erst, als ich auf Kinderbeinen in Christins Küche stiefelte, wo mich überraschend ein Hauch von Kultur streifte. Christine war mit unserem Kuhknecht verheiratet und was wichtiger war, sie war Ediths Mama. Diese Edith, gesegnet sei sie jetzt und alle Zeit, las mir das Märchen vom Riesen Bambam und der Fee Wirigunda vor und versetzte meine Kinderseele dadurch in Schwingungen, die bis heute noch nicht ganz abgeklungen sind. In einer seit langem verschwundenen, armseligen, kleinen Häuslerhütte geschah dieses Wunder.
Und seit jenem Tage gibt es für mich in der Welt keine andere Küche. Lese ich von einer Küche oder schreibe ich selber etwas, das sich in einer Küche ereignet, so spielt sich dies ewig und unveränderlich bei Christine ab. Dort steht die Küchenbank, dort der Tisch, dort der eiserne Herd und dort ist die Tür zur Stube. Ja, gesegnet sei Christines Küche, gesegnet sei Edith. Sie las mir auch weiterhin ab und zu etwas vor. Die Bücher kann sie sich nur in der Schule geliehen haben, denn zu damaliger Zeit hatten Häuslerkinder keine Bücher. Auch Bauernkinder nicht, zumindest ich nicht. Allmählich lernte ich selber lesen und ging auf die Jagd, um meinen wilden Lesehunger zu stillen. Anfangs war die Ausbeute nur mager. Aber die Lehrerin in der Vorschule hatte immerhin einen glänzenden Einfall. Alljährlich brachte sie uns vor Weihnachten wunderbar bunte Prospekte über Weihnachtszeitungen und Märchenbücher mit, sodass man sich ein Buch als Weihnachtsgeschenk bestellen konnte. Ein Buch ganz für sich allein zu besitzen, dass man vor Glück nicht ohnmächtig wurde. Noch heute weiß ich, wie diese Bücher rochen, wenn sie funkelnagelneu und frisch gedruckt ankamen. Ja, denn zunächst einmal schnupperte daran. Und von allen Düften dieser Welt gab es keinen lieblicheren. Dann war man plötzlich 10 Jahre alt und ging in die Oberschule. Im Lehrerzimmer gab es eine Schulbibliothek. Und darauf stürzte ich mich wie eine Besessene und verschlang alles, was es dort gab. In diesen Jahren zwischen 10 und 13 verschlingt man ja Bücher. Und auch ich futterte alles Erreichbare, gleichgültig, ob ich es mir aus der Schulbibliothek holte oder von Mitschülern lieh, die mit Büchern besser ausgestattet waren. Sie beschreibt dann hier ganz reizend, was sie alles gelesen hat, vom Trojanischen Krieg, von Onkel Toms Hütte, vom Grafen Monte Cristo, der letzte Mohikaner, das Dschungelbuch. Also sie hat so ziemlich alles gelesen, was es gab, aber sie hatte auch Probleme. Die Zeit für unbegrenztes Lesen zu finden war freilich schwierig. Selbstverständliches Gebot war, dass man zu Hause half. Oft setzte ich mich an die Wiege, wo ich meiner jüngsten Schwester etwas vorziehen musste, weil sie sonst nicht einschlafen wollte. Und hatte ich gerade ein spannendes Buch erwischt, war das eine harte Prüfung. Aber ich wusste mir zu helfen. Ich sang ihr aus dem Buch vor. Seite auf und Seite an. Natürlich dauerte es länger als sonst, aber es ging. Es saß ein einsames Mütterlein im Wald und weinte sehr. Tralala, tralala, tralala. Dieses Lied zitieren meine Geschwister noch heute als Beispiel für meine Gesangsleseübungen. Dass ich selbst mit der Zeit Kinderbuchautorin geworden bin, liegt einzig und allein am Wetter. Hätte es an einem bestimmten Märztag 1944 in Stockholm nicht geschneit, wäre es nie dazu gekommen. Schon in meiner Schulzeit erhoben sich warnende Stimmen, du wirst mal Schriftstellerin, wenn du groß bist. Und spöttischer, du wirst mal Wimmerbys selber Selma Lagerhöf. Das entsetzte mich derart, dass ich einen förmlichen Beschluss fasste. Niemals würde ich ein Buch schreiben. Bereits der Prediger Salomo klagt ja, denn viel Bücher machen ist kein Ende. Ich habe nachgeguckt, es steht im Kapitel 12 und ist der 12. Vers im Prediger Salomo. Und ich hielt mich nicht für berufen, sagt Astrid Lindgren, den Bücherstapel noch höher anwachsen zu lassen. Diesem, meinem Vorsatz, bin ich treu geblieben bis März 1944. Doch dann kam dieser Schnee, der die Straßen glitschig wie Schmierseife machte. Ich fiel hin, verstauchte mir den Fuß, musste liegen und hatte nichts zu tun. Was tut man da? Schreibt man vielleicht ein Buch? Ich schrieb Pippi Langstrumpf. Wie die Pippi-Figur ursprünglich
ursprünglich entstanden ist, das habe ich so oft erzählt, weil ich so oft danach gefragt worden bin. Es hier noch einmal zu tun, kommt mir zwar dumm vor, aber trotzdem. 1941 lag meine Tochter Karin krank im Bett und eines Abends sagte sie, erzähl mir was von Pippi Langstrumpf. Es war ein Name, der ihr gerade in diesem Augenblick durch ihren fieberheißen Kopf geschossen war. Ich tat ihr den Gefallen und dachte mir eine närrische Range aus, die zu dem Namen passen konnte und musste bald entdecken, dass uns eine Pippi ins Haus geschneit war, die wir nie wieder los wurden. 1944, die Astrid Lindgren war da 37 Jahre alt, 1944 wurde sie gedruckt, die Pippi Langstrumpf, einerseits abgelehnt, andererseits preisgekrönt. Jedenfalls lag sie plötzlich in den Buchhandlungen. Manche hielten sie für etwas Unbehagliches, das an der Seele kratzt. Andere schlossen sie seltsamerweise ins Herz. Die Kinder taten das. Und für sie hatte ich ja auch geschrieben, oder richtiger gesagt, für das Kind in mir, das noch immer nach Büchern hungert. Dieses Kind entdeckte mit Jubel, ja du liebe Zeit, Bücher schreiben macht ja genauso viel Spaß wie Bücher lesen. Und deshalb schreibe ich Kinderbücher, sagt sie. Alles ist nur eine Fortsetzung dessen, was einst in Christines Küche begann. Ich komme zurück zum Anfang mit dem E-Book. Versuchen Sie mal, das zu riechen, die Druckerschwärze zu riechen. Erinnern Sie sich an die verbotene Abendstunde mit der Taschenlampe und der Taschenlampe. Ich glaube, bei E-Books braucht man seine Nase doch wirklich nur, um Rotz drin zu machen. Wie viel Wasser da kommt. Nachhaltige Medizin von einem griechischen Homöopathen, der heißt George Lytulkas und ist also ein Zeitgenosse, ist also ein sehr anerkannter Homöopath, der versucht hat, die Homöopathie, eine nachhaltige Medizin, auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Der Begründer der Homöopathie ist Samuel Hahnemann, war auch ein Arzt, war auch ein Wissenschaftler. Und es geht eben darum, der Schulmedizin, die ich ja auch hauptsächlich betreibe, die nicht nachhaltig ist, auch aus meiner Sicht, eine nachhaltige Perspektive entgegenzusetzen. Trotz der Fortschritte, die inzwischen bei der Behandlung akuter Krankheiten gemacht wurden, haben die chronischen Krankheiten geradezu krisenhafte Ausmaße angenommen und Befürchtungen geweckt, dass der Schaden bereits irreparabel sei. Wie schon in früheren Jahrhunderten steht die Medizin auch jetzt noch dem Problem chronischer Krankheiten hilflos gegenüber.
Anstatt diese Leiden zu heilen, muss sie sich mit einer palliativen Behandlung begnügen. Kein Wunder, dass man sich inzwischen für die theoretischen Voraussetzungen zu interessieren beginnt, von denen unser traditionelles Gesundheitswesen ausgeht. Angesichts des Leidens, das uns umgibt, erscheint die Hilfe, die die verschiedenen herkömmlichen Behandlungsweisen bieten, unverhältnismäßig gering. Infolge dieses Vertrauensfundes haben alternative Therapien erneut an Popularität gewonnen. Hier tut sich nun aber ein weiteres Dilemma auf. Aus Verzweiflung werden sie wahllos ausprobiert, ohne dass der Einzelne beurteilen könnte, welche Alternativbehandlungen wirksam und welche vielleicht sogar gefährlich sind. Darin zeigt sich, dass weder Patienten noch allopathische Ärzte, also allopathische schulmedizinische Ärzte, klare, umfassende Gesetze und Prinzipien des Heilens finden. Wenn wir in der Geschichte der Medizin nachforschen, finden wir Bände voll empirischer Daten und experimenteller Ergebnisse, doch nirgends allgemeine Gesetze zur Begründung dieser Versuche oder Gesetzmäßigkeiten. Bedingt durch diese strukturelle Schwäche ist die heutige Medizin sowohl unfähig, die Bevölkerung auf theoretischer Ebene von ihrer Wirksamkeit zu überzeugen, als auch in der Praxis befriedigende und verlässliche Behandlungsresultate zu erzielen. Vor allem in der Konfrontation mit jenen erwähnten, außerordentlich frustrierenden, ständig ernster werdenden Notstand, den chronischen Krankheiten. In diesem Buch wird der Versuch unternommen, die allgemeingültigen Grundsätze des Heilens erneut zu formulieren, und zwar als umfassendes, in sich geschlossenes System, das durch klinische Ergebnisse überprüfbar ist und tiefgreifende Heilung bewirken kann, soweit das möglich ist. Überlegen wir einen Augenblick, wie die optimale medizinische Behandlung aussehen müsste. Sie müsste wirksam sein, ohne den Patienten etwa durch Nebenwirkungen zu gefährden. Außerdem dürfte sich ihre Wirksamkeit nicht nur auf Linderung oder Beseitigung einiger Symptome erstrecken. Sie müsste darüber hinaus den Kranken konstitutionell stärken und sein Wohlbefinden so umfassend steigern, dass ihm dadurch ein erfülltes Leben möglich würde. Sie dürfte ferner nicht zu kostenintensiv, müsste allen Teilen der Bevölkerung zugänglich und allgemein verständlich sein. Aufgabe des Arztes ist die Behandlung des ganzen Menschen, nicht nur seines Körpers. Von daher wollen wir uns bei allen unseren Bemühungen von der Frage leiten, auf welches Ziel ist der Mensch als sich entwickelndes Wesen angelegt? Was ist seine Bestimmung? Wir können keine verbindlichen Maßstäbe über Gesundheit und Krankheit aufstellen, ohne uns über diese Grundfrage klar zu werden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, nun, der Mensch sucht Macht, Ruhm, Genuss, Geld, Freisein von Leid, Angst und Spannung. Wenn wir jedoch diese Bedürfnisse genauer prüfen, stellen wir bald fest, dass die Erfüllung dieser Wünsche auf etwas anderes abzielt. Auf einen inneren Zustand, den wir Glück nennen. Ein uneingeschränktes, unvergängliches Glück, das von äußeren Umständen und vom Auf und Ab des Lebens unberührt bleibt. Wir wollen hier nicht zu viel vorwegnehmen. Eins steht jedoch fest. Körperlich, emotionelles und geistiges Wohlbefinden sind alle drei wichtig, um dieses innere Glücklichsein zu erreichen. Da geht es im mittleren Teil geht es darum, wie man mit der homöopathischen Medizin das praktisch ausfüllt. Und der Begründer der Homöopathie, der Wissenschaftler und Arzt Hahnemann, hat dann geschrieben, die Einsicht, dass Ähnliches mit Ähnlichem geheilt werden muss, ist der Grundpfeiler der homöopathischen Wissenschaft. Hahnemann prägte daher den Lehrsatz Similia similibus curantur. Jeder Stoff, der eine bestimmte Symptomatik bei einem Gesunden hervorbringt, ist imstande, einen Kranken mit dieser Symptomtotalität zu heilen. Dieser Denkansatz Hahnemanns ist für viele überraschend. Seit jeher galten Symptome als ein Übel, das augenblicklich beseitigt werden muss. Noch heute hat die Medizin ihr Augenmerk weitgehend darauf konzentriert, Mittel und Wege zur Bekämpfung von Symptomen und Syndromen zu finden. Schuld daran ist nicht zuletzt der ungeduldige, sofortige Besserung verlangende Patient. Läuft die Nase, kauft man ein Nasenspray. Tut es irgendwo weh, muss ein Schmerzmittel her. Funktioniert die Verdauung nicht, ist ein Apfelmittel die Rettung.
studiert, hat das Jugendzentrum Leichlingen geleitet, dann Erzieher ausgebildet und war dann engagierte Gleichstellungs- und Seniorenbeauftragte der Stadt Leichlingen. Und da sie gerne liest, ist sie auch die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbücherei Leichlingen. Ich muss sagen, ich war Kassiererin im Förderverein, aber auch nachhaltig. Nachhaltigkeit ist nach Heinrich Campe, der Mann hat 1807 diese Worte geschrieben, woran man sich hält, wenn alles andere nicht mehr hält. Dietsch und Wolfgang, wir haben ja hier schon einige Sachen miteinander erlebt. Ich erinnere an Maren Gottschalk, an Frau Dr. Schäfer, einige von Ihnen waren mit dabei. Das hält schon nach. Und als ich eben die Geschichte hörte von Astrid Lindgren, ich habe es gerochen. Und Erich Kästner, der ist jetzt leider schon gegangen, Erich Kästner, habe ich nur in Erinnerung, ich habe einen Freund, der mittlerweile auch über 60 ist, der hatte mal als Junge an ihn geschrieben und der hat nicht geantwortet. Da leidet er heute noch. Also, ich lese gleich etwas von Freiherr Börries von Münchhausen, da geht es um die Lederhose und ich wollte eigentlich nur die Lederhose lesen und dann hat die Nietzsche gesagt, das ist zu kurz. Also, in der Lederhose und dann dem Märchen von der Salzprinzessin geht es in gewisser Weise um das Erben, also nicht nur um das Erben von Kapital, also wertvollen Dingen, Häusern oder Geld oder wie auch immer, oder auch um wertvolle Energiespender, sondern auch um Haltungen und Werte, emotionale Werte. Also woran man sich hält, wenn alles andere nicht mehr hält. Mal gucken. Also, die Lederhosensaga. Es war ein alter, schwarzbrauner Hirsch, Großvater schoss ihn auf der Pirsch. Und weil seine Decke so derb und dick, stiftete er ein Familienstück. Nachdem er lange nachgedacht, ward eine Hose daraus gemacht. Denn Geschlechter kommen, Geschlechter vergehen, hirschlederne Reithosen, die bleiben stehen. Er trug sie 23 Jahre. Eine wundervolle Hose es war. Und als mein Vater sie kriegte zu lehen, da hatte die Hose gelernt zu stehen. Steif, durchgebeulte Knien stand sie abends am Kamin. Schweiß, Regen, Schnee, ja mein Bester. Eine lederne Hose, die wird immer fester. Und als mein Vater an die 60 kam, einen Umbau der Hose er vor sich nahm. Das Leder freilich war unerschöpft, doch die Büffelhornknöpfe waren durchgeknöpft. Wie alte Groschen, wie Scheibchen nur. Er erwarb eine neue Garnitur. Und dann allmählich machte das Reiten ihm nicht mehr den Spaß wie in früheren Zeiten. Besonders der Trab in den hohen Kadenzen ist kein Vergnügen für Exzellenz. So fiel die Hose durch Dotation an mich in der dritten Generation. Ein Reiterleben in Niedersachsen, die Gaben der Hosen waren wieder gewachsen. Sie saß jetzt zu Pferde wie aus Guss und hatte wunderbaren Schluss. Und abends stand sie mit krummen Knien wie immer zum Trocknen am Kamin. Aus Großvaters Tagen herüber klingt eine ferne Sage, die sagt und singt. Die Hose hätte in jungen Tagen eine prachtvoll grüne Farbe getragen. Mein Vater dagegen, das weiß ich genau, nannte die Hose immer grau. Seit 1900 ist sie zu schauen, etwa wie guter Tabak, grau. So entwickelte sie fern jedem engen Geize immer neue ästhetische Reize. Und wenn mein Ältester sie einst trägt, wer weiß, ob sie nicht ins Blaue schlägt. Denn fern im Nebel der Zukunft schon sehe ich die Hose an meinem Sohn. Er wohnt in ihr, wie wir drin gewohnt, und es ist nicht nötig, dass er sie schont. Ihr Leder ist gänzlich unerschöpft. Die Knöpfe nur sind wieder durchgeknöpft. Und er stiftet, folgend der Väterspur, eine neue Steinnussgarnitur. Ja, Geschlechter kommen, Geschlechter gehen. Hirschleder nach Hosen bleiben immer bestehen. Applaus.
Peter Berth hat sich schon frühzeitig mit der Nachhaltigkeit beschäftigt. Denn er war 32 Jahre bei der Firma Henkel führend in der Forschung und Produktentwicklung tätig. Als Künstler experimentiert er viel mit neuen Techniken. Seit vielen Jahren beteiligt er sich auch an den Ausstellungen hier bei uns im Sinneswald. Meine Damen und Herren, als Künstler gehöre ich zu den Großen. Mehr als 1,80. Als Vorleser eher zu den Kleinen. Weniger als 10 Minuten. Karl von Karlowitz, ein Forstmeister aus Dresden, hat vor 300 Jahren postuliert, nachhaltig ist, wenn in einem Wald nur so viele Bäume geschlagen werden, wie neue angepflanzt werden. Vor diesem Hintergrund stelle ich zwei Fragen. Was ist nachhaltig? Was ist hinterhältig? Dazu drei Beispiele. Erstens, die Automobilindustrie. Jahrelang wurden die Autos schneller, stärker, größer und teurer. So konnte das wirklich nicht weitergehen. Hinterhältig der Gedanke, das wollen wir Verbraucher so. Und das muss auch immer so bleiben. Pioniere für eine nachhaltige Entwicklung auf diesem Gebiet war zweifellos Toyota mit den Hybridmodellen. BMW bringt nächste Woche ein schnuckeliges, gut durchdachtes, gut konstruiertes Elektroauto auf den Markt. Reichweite 160 Kilometer. CO2-Ausstoß 0. Grundpreis 35.000 Euro. Da wird der Absatz irgendwo limitiert bleiben. Und die Frage stellt sich, was wird denn all mit den großen Limousinen und was wird denn mit dem Geländewagen? Ein schlüssiges Konzept hat möglicherweise VW. Die sagen, alle unsere Autos müssen Ressourcen schonen, das heißt, sie müssen leichter werden. Alle unsere Autos sollen umweltverträglicher werden, weniger CO2 ausstoßen. Und jetzt kommt's. Alle unsere Autos sollen deshalb gesteuert werden. Warten wir es an. Beispiel 2. Bei meinem früheren Arbeitgeber Henkel in Düsseldorf haben sich auf die Fahnen geschrieben, nur noch solche Produkte neu auf den Markt zu bringen, die die Kriterien der Nachhaltigkeit erfüllen. Ressourcen, Schonung bei der Herstellung, also weniger Chemie. Energie- und Wassereinsparung bei der Herstellung und Anwendung der Produkte, zum Beispiel bei Waschmitteln. Umweltverträglichkeit, biologische Abbaubarkeit aller Inhaltsstoffe. Und, was auch wichtig ist, kein neues Produkt soll deswegen teurer werden. Hinterhältig, wer dazu sagt, das ist Reklame, das sind Werbesprüche. Tatsache ist,
dass die Konkurrenz Henkel sehr genau beobachtet, ob sie ihre Verpflichtungen auch wirklich in die Tat umsetzt. Und immerhin hat Henkel 4 Jahre lang hintereinander in einem internationalen Kriterium Test Nummer 1 auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit erhalten. Beispiel 3, die Künste. Hinterhältig, wer formuliert, im Sinneswald gäbe es keine nachhaltige Kunst. Tatsache ist, allein die Kriterien von Karl von Karlowitz werden hier voll erfüllt. Jedes Jahr werden nicht mehr neue Kunstwerke aufgestellt, als alte herausgenommen. Viel wichtiger aber ist, 80 Künstler haben sehr individuelle und auch originelle, wie mir scheint, Werke geschaffen zum Thema Nachhaltigkeit. Und damit Denkanstöße für Jung und Alt gegeben. 80 Künstler, ich bin nur einer davon, und ca. 30.000 Besucher. Das heißt, 80 mal 30.000 gleich 2,4 Millionen Denkanstöße zur Nachhaltigkeit. Ich danke Ihnen.